Hallo und herzlich willkommen bei der Krypto-Familie. Schön, dass ihr dabei seid. Heute im Zuschauer-Krypto-Talk habe ich Thilo aus der Schweiz. Thilo ist Ingenieur bei einem riesengroßen Pharmaunternehmen und hat sich heute tatsächlich mal die Zeit genommen, um mit uns über so ein paar kleinere Krypto-Themen zu quatschen. Thilo, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Freut mich auch, hier zu sein. Danke. Toll, klasse. Thilo, lass uns mal reinspringen in die allererste Frage. Das ist ja so ein bisschen Standard geworden, weil ich finde es mal ziemlich wichtig, einfach mal zu wissen, wann und wie man auf Krypto und auch die Blockchain aufmerksam geworden ist. Wie sah das bei dir aus? Wie soll ich anfangen? 2010 habe ich schon davon gehört. Es war halt einfach immer schwierig, irgendwie daran zu kommen. Es ist schier unmöglich gewesen, weil ja, man hat es halt auch nicht, man hat nur viel gehört drüber, aber man hat auch viel Schlechtes drüber gehört. Dann, man hat es in Big Bang Series gehört, man hat es überall gehört, man hat es aber irgendwie sich nie getraut, sich das so anzueignen oder sich zu kaufen, weil man gedacht hat, okay, Bitcoin für 1 Euro, okay, kaufen, ne? Lieber nicht, weiß ja nicht, wo das hinlandet, alle reden vom digitalen Gold, ihr wiederum alles schreien, geht alles bergab, alles tot, alles nichts mehr. Bis ich dann auf einen Arbeitskollegen getroffen bin, der mir dann das auch immer näher und weiter rangebracht hat an das Bitcoin-Thema und dann auch gesagt hat, ja, probier es doch mal aus. Das Problem war halt zu diesem Zeitpunkt, damals war ich privat nicht so kapitalmäßig gut aufgestellt, dass ich mir da überhaupt hätte mir sowas leisten können und habe dann einfach gewartet und habe jetzt seit dieses Jahr Juni konnte ich durch ein Erbe und durch gewisse Sparsachen und Sparereignisse konnte ich das mir das halt zusammensparen und habe dann die ersten Bitcoins im Juni gekauft. Ja, zum Beispiel. Oder auch andere Coins. Also als allererstes war eigentlich so, aus Spaß war es der Dogecoin und der Shiba Inu, den ich mir gekauft habe. Weil ich davon natürlich am meisten gehört habe. Jeder, der Twitter kennt oder der Elon Musk schon mal was von gehört hat, weiß, Dogecoin ist groß. Wobei, wenn man es natürlich jetzt weiß, Memecoin, Mistcoin, ja, okay, naja. Das ist tatsächlich ziemlich interessant, denn ich unterhalte mich natürlich auch mit meinen amerikanischen Kollegen hier so ein bisschen über das Thema zu unterhalten, was echt super zäh ist, weil die meistens kommen immer die Aussage, ja, aber du hast ja nichts in der Hand. Aber die etwas Jüngeren tatsächlich, die sagen, ja, ich habe mal da $50 in Dogecoin reininvestiert oder ich habe mal vor 2 Jahren mal für $100 Shiba Inu gekauft. Ne, da gucke ich die Leute heute so an, ich sage, hast du es noch? Nee, ich habe es gekauft, da habe ich $20 Gewinn mitgemacht. Ne? Das fand ich, das ist immer ziemlich witzig zu hören, aber okay, gut. Tilo, sag mal, du hattest ja gerade schon ein bisschen erwähnt, dass du, ich sag mal, Spareinlagen genommen hast und auch so ein bisschen was aus dem Erbe investiert hast. Wie sieht denn das bei dir regulär aus, wenn du Kryptos kaufst? Investierst du regelmäßig oder investierst du eher in Tranchen oder hast du auch irgendwie am Trading Aktien dran, wo du sagst, das machst du, das Interesse dran? Also angefangen habe ich, indem ich gesagt habe, ich möchte nicht gleich alles kaufen. Ich habe mir im Juni habe ich mir für circa 5.000 habe ich mir mal diverse Kryptowährungen gekauft, habe mir natürlich zuvor erst Research betrieben, habe natürlich erstmal die ganzen White Papers gelesen, habe mir Gedanken drüber gemacht, ob ich das überhaupt machen möchte oder nicht und habe dann einfach gesagt, okay, ich möchte da bis so und so viel rein, ich habe mir da eine Grenze gesetzt, bis wo ich hin möchte. Und bin jetzt da monatlich am Einzahlen und kaufe mir da monatlich meine Kryptowährungen noch zusammen. Ne? Wie eben jetzt diesen Monat ADA oder letzten Monat Algorand. Ich kaufe das halt mehr, nicht nur so kleine Beträge, sondern ich nehme dann halt gleich den ganzen Betrag und kaufe davon nur eine Kryptowährung. Wobei ich dann halt auch nicht wirklich auf die News gehe, wo dann heißt dann XRP ist jetzt nochmal das und da ist nochmal was passiert, sondern ich investiere dann einfach in den Coin, wo ich jetzt einfach sage, hey, der ist jetzt ziemlich weit runtergefallen, ich betreibe einfach DCA. Obwohl ich ja schon am Boden eingekauft habe, ehrlich gesagt. Ne? Also ich bin jetzt 10% im Minus, was will ich mehr? Ne? Das hatten wir ja schon in unserem Eben, andere haben viel mehr, die sind schon bei 40-50% im Minus, ne? Und die Angst will ich zwar nicht haben, dass es noch weiter runter geht, das will keiner, aber ich sage mir mal, ich nehme es locker. Ich habe eh gesagt, 10 Jahre halte ich das Ganze, ne?
Ja, cool, das ist auch genau das richtige Mindset. Ich meine, du machst es ja richtig, nicht eine Summe und dann reinpumpen, sondern ich sag mal wirklich Stück für Stück, ne? Ich glaube, die meisten Leute machen auch tatsächlich irgendwie den Fehler, dass sie beigehen und sagen so, ich habe jetzt einmal eine Summe, die stecke ich rein, dann lasse ich es liegen, beziehungsweise dann sehen sie durch News oder ich sag mal wieder Probleme, ja, ich sag mal FTX Crash zum Beispiel, dumpt alles runter und dann verkaufen sie Minus wieder, ne? Ich sag mal, dein Mindset, was du da ja an den Tag legst, dass du sagst, hey, ich habe einen Plan 10 Jahre, finde ich richtig, richtig cool. Also das muss ich ehrlich sagen, das macht auf jeden Fall Sinn. Zur dritten Frage, die ich ja immer so ganz gerne stelle, werden wir uns auch so ein bisschen unterhalten. Was siehst du persönlich als größte Herausforderung, Problem oder Schwierigkeit, die wir im Kryptospace oder allgemein jetzt mit der Blockchain und zum Thema Massenadaption der wir uns stellen müssen? Hast du da irgendwas, wo du sagst, das Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Mal, wenn man so die Nachrichten und so nach anguckt, wird man fast in Panik verfallen. Und vielen vergeht der Mut, sich da auch weiter dran zu wagen und weiter nachzugucken. Aber ich sage nur eins, macht's. Es ist nichts Falsches. Es ist die Zukunft und es zeigt sich jeden Tag immer mehr und mehr. Ich höre es im Geschäft, ich höre es auf der Straße, ich höre es immer mehr und mehr. Wenn man nur die Ohren aufmacht und ein klein bisschen zuhört, hört man, was auf der Welt passiert. Und wenn man sieht, wie es auf der Welt momentan abgeht, es ist es extrem schwierig zu schauen, wo spare ich meine Kohle. Bringst du die Kohle auf die Bank, kannst du es vergessen, kriegst du keinen Cent. Ja? Früher bist du auf die Bank gegangen, da sind sie gekommen, haben dich die Hand geküsst, wenn du 10.000 Mark mitgebracht hast, aufs Konto eingespart hast, hast Zinsen bekommen dafür. Da haben sie dich mit Handkuss, haben sie dich am Eingang wieder abgeholt und wieder zum Bankautomaten gebracht, wenn du die Kohle auf der Bank hattest. Heute kannst du froh sein, wenn du nicht noch einen Tritt in den Arsch von deinem Banker kriegst, wo dann sagt, ja, könntest du mal ein bisschen mehr auf die Seite packen. Der Tritt in den Arsch ist ja tatsächlich die Strafzinsen, die du ja auf höhere Summen zahlen musst. Also den Tritt in den Arsch kriegst du ja Eben. tatsächlich. Genau. Eben. Und deswegen, ich habe dann, was die Schwierigkeit eigentlich das Ganze ausmacht oder was die Herausforderung im Kryptospace ist, dass die Projekte herauszufiltern aus diesen Projekten, die Mist sind. Ja, und das kann man nur mit eigener Research machen, mit eigenen Gedanken darüber machen, sich das Ganze auch mal anzugucken. Ich habe auch Terra Luna gekauft. Ja, warum habe ich Terra Luna gekauft? Viele sagen ja, bist du bescheuert, Terra Luna zu kaufen? Es ist tot, es ist ein totes Projekt, aber die Community ist toll. Und was die dafür machen, ist toll. Und ob das nicht wirklich kommt durch die Community, was ich natürlich auch cool fände. Ja? Aber das sind kleine Beträge, wo ich investiert bin. Das ist Spaßgeld. Das ist Geld, das mir nicht wehtut. Das sind mal 30 € da oder mal 10 € dort. Die tun mir nicht weh, aber ob ich die richtigen Projekte ausgewählt habe und dort genug Geld investiert habe, damit ich eine finanzielle Freiheit irgendwann bekommen kann, das ist die Herausforderung, finde ich persönlich, für den eigenen Research auch, weil es ist auch nur Glücksfall mit Ziehen. Ne? Der eine kauft Quant. Ich habe zwei Quant gekauft bei $100. Jetzt dann auf einmal wollte ich nachkaufen, dann waren es auf einmal $200. Habe ich gesagt, nee, für $200 kaufe ich die nicht nach. Das ist mir zu teuer. Ja, und dann reden alle von, ja, die können ja irgendwann $10.000. Ja, dann kaufe für 200 nach. Nein, da bin ich dann Geizkragen wieder. Da denke ich dann wieder ans Geld irgendwie. Da bin ich zu blöd dafür. Und deswegen, ich überlasse das Trading, überlasse ich den Jungs, die sich das trauen. Und die Herausforderung sehe ich einfach darin, das richtige Projekt für sich selber herauszufinden, in die man investieren möchte. Also ich finde, das hast du echt schön zusammengefasst, weil ich glaube, das ist auch wirklich immer das größte Problem, was die Retail-Investoren wie du und ich ja eigentlich einer sind, meistens machen. Sie nehmen irgendwas, was gerade News getrieben, ich wollte News gedriven sagen, News getrieben ist, zu viel Englisch hier, und springen irgendwo rein, ohne sich wirklich mal ein White Paper durchzulesen. Ich meine, du hast ja gut bewiesen, dass du durch deinen Research dann auch tatsächlich weiter investiert. Wie gesagt, nochmal, ich finde dein Mindset einfach super, wir haben uns ja auch echt
super unterhalten im Vorgespräch. Das macht definitiv Sinn, wie du da rangehst und wie du die ganze Sache auch bewertest. Ne? Und jetzt lass uns mal zur letzten Frage kommen, denn darüber haben wir tatsächlich gar nicht im Vorgespräch gesprochen, auch bewusst nicht, weil ich es wirklich gerne wissen wollte, weil ich es im Gespräch wissen wollte. Was sind so deine, ich hasse ja dieses Wort Lieblingsprojekte, weil man sollte es immer vermeiden, sich in ein Projekt zu verlieben, weil dann bleibst du ja auch nicht mehr objektiv. Aber was sind so deine Projekte, wo du sagst, mit denen könnte ich dich am meisten identifizieren, das hat für dich den besten Use Case und die findest du gut? Okay. Eigentlich eine sehr, 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 sehr schwere Frage für mich, weil ich hab mir die Videos von vielen Krypto-Analysten angeguckt. Ich habe mir von vielen auch eben Krypto-Gang oder auch diverse anderen angeguckt und habe mir einfach das zu Herzen genommen, dass, und wenn ich so auch so die Banker und die Typen sehe, die sowas verkaufen, kaufen, verkaufen, das sind Typen, denen Laufstift, die können dir das letzte Hemd ausziehen. So gut können die verkaufen. Und ich bin halt einfach der, wo gesagt hat, ich lasse mir nicht auf sowas ein. Ja? Ich habe gesagt, für mich gibt es kein Lieblingsprojekt. Ich will das nicht. Ich könnte jetzt von heute auf morgen könnte ich jetzt sagen, Fett, also VeChain, XRP und Gala. Ich könnte aber auch sagen Matic, Algorand und Casper. Ich könnte auch sagen HBAR, VRA oder ADA oder Ethereum. Das ist Geschmackssache. Aber ich sag mal, wenn du so blöd bist, dass du dich in ein Projekt verliebst, dann wird es auch schwierig, das wieder zu verkaufen. Und wenn du dir einen Plan setzt und sagst, ey, in 10 Jahren, da will ich raus, da will ich das Zeug verkauft haben, da will ich zumindest ein bisschen finanzielle Freiheit haben. Ja, was ist, wenn ich in 10 Jahren, wenn alles auf beispielsweise, ich kriege 100.000 raus, in 10 Jahren, habe so und so viel vorher vor 10 Jahren investiert, kriege 100.000 raus, was Besseres kann mir doch nicht passieren. Aber wenn ich dann sage, nee, das verkaufe ich jetzt nicht, weil das Projekt finde ich ganz toll und das liebe ich, das Projekt, das will ich bloß nicht hergeben, dann komme ich auf meine 100.000 nicht. Ja, und das kann ich nur, wenn ich ohne Emotionen, und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, das habe ich mir zu Herzen genommen, ohne Emotionen auf diesem Markt zu schauen. Ja? Weil ein Lieblingsprojekt, ganz ehrlich, was gibt dir das Projekt zurück, damit es dein Lieblingsprojekt wird? Kriegst du irgendwas außer Kohle? Nein. Okay, es kommt keiner zu dir nach Hause, der dir das Zeug installiert und sagt, hier bitte, du bist ja ADA oder du bist bei VeChain und jetzt ab sofort kriegst du von uns alles, was du willst. Das interessiert ihn gar nicht. Das ist ein Token, das ist wie eine Aktie. Man sagt zwar, man möchte es nicht wie eine Aktie sehen, aber es ist im Endeffekt schon wie eine Aktie. Ja? Nur halt, dass es halt nicht eine Aktienfirma ist, sondern dass es halt ein Token ist und das digitalisierte Gold oder digitalisierte Geld ist. Ja? Je nachdem, wen man hört, Bitcoin, digitales Gold, bla bla bla. Wiederum eben, das kann auch vieles kaputt machen. Diese Leute, wie jetzt der Roman zum Beispiel, wo sowas auch kaputt machen können. Ne? Auch diese Lieblingscoins kaputt machen können mit ihrer Tragweite. Und deswegen, sich einen Lieblingscoin auszusuchen, würde ich nicht machen. Würde ich auch keinem raten, der sich im Kryptospace integrieren möchte. Ganz ehrlich, Jungs, Mädels, macht's nicht. Sieht es als Invest, seht es als Kohle und die Kohle gehört euch, niemandem anderem. Und was ihr da damit macht, ist euch überlassen. Ihr braucht keine Angst haben, dass irgendeiner von diesen von XRP oder Fett im Ecken hockt und heult, weil ihr eure 10.000 Euro da rausgenommen habt. Ja, also die haben genug Geld. Ja. Also Tito, ich finde das eine super erwachsene und super, ich kann es gar nicht besser beschreiben, es ist eine super erwachsene Herangehensweise. Es ist ein Investitionsgut. Marcel hat das ja so schön in dem Talk mit Kryptospritzer gesagt, wirklich löst euch davon, diese Projekte zu lieben. Es ist, wir haben ein finanzielles Interesse daran, deswegen sind wir alle hier, deswegen, wir machen das, um Geld zu verdienen. Und ich sag mal, und nicht um ein Wirtschaftsunternehmen zu unterstützen. Ja, ich meine, das ist genau der Punkt irgendwo.
Das wäre wie wenn du vorm Aldi, vor Aldi, bevor du einkaufen gehst, für Aldi Werbung machen willst. Das macht doch keiner. Tatsächlich machst du es ja mit der Tragetasche, die du von Aldi hast, ne? Also das ist ja. Jo, dann den Pulli, von dem man zu Weihnachten bei Aldi kaufen kann. Um Gottes Willen. Den Weihnachtspulli mit Aldi drauf. Ja, definitiv. Tilo, ich kann nur sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und vor allen Dingen auch mal unseren Zuschauern deine Sicht auf die Dinge gegeben hast, weil ich sag mal, genau deswegen machen wir das ja, die machen diesen Krypto-Talk ja auch, damit Leute sich einfach auch mit dem normalen Krypto-Investor identifizieren kann, wie ich es ja auch bin, ne? Und du hast jetzt einfach auch wirklich die Zeit genommen, uns mal so ein bisschen in deine Welt mit reingenommen, da danke ich dir wirklich vielmals. Ich meine, du bist ja auch wirklich hartes Community-Mitglied, kommentierst ganz, ganz viel, bist ja auch bei Olli auf dem Kanal sehr aktiv, was ich echt cool finde. Und also wie gesagt, von meiner Seite vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und unsere Zuschauer, haut auch gerne mal rein, was ihr zu Tilos Meinung haltet. Ich denke, er trifft sehr, sehr gut den Zahn der Zeit und auch, was wir alle berücksichtigen sollten. Ja, danke auch für die Einladung. Hab mich sehr gefreut und wünsche dir in deinem Kanal nur das Beste. Danke, danke, das ist sehr lieb von dir. Okay, dann danke dir. Ja, und wenn du jetzt auch Lust hast, mit mir mal ganz entspannt so einen Talk auf meinem Kanal zu haben, schreib mir gerne mal. Kontaktdaten, Instagram und E-Mail-Adresse findest du unten in der Videobeschreibung. Und hau mir auch gerne mal deinen Kommentar und deine Meinung zu meinem Gast und zu dieser Talkrunde unten in die Kommentare rein. Ja, meine lieben Freunde, das war's auch heute wieder von unserem Video. Danke, dass ihr so lange an meinem Video dran geblieben seid. Und vergesst auch nicht, das Video hier oben rechts mal auszuchecken. Da gibt's auch noch interessante Krypto-Projekte und auch ein paar nette Hintergrundinfos. Danke euch. Ciao.